Wirklich, bitte, da ist ein Einbrecher, da ist ein Einbrecher. Ja, ein Einbrecher, bitte. Ja, ein Einbrecher. Ja, ich habe ihn hier unten gesehen. Ist er noch da? Ja, ich habe ihn, glaube ich. Bitte, irgendwie. Los. Ja, Berger hier. Friedlandstraße. Das ist völlig richtig, dass Frau Berger hier gleich die Polizei ruft, weil man weiß nie, ob der Einbrecher sich eventuell noch im Haus aufhält. Und dann ist es viel zu gefährlich, zu versuchen, den Einbrecher hier eventuell auf eigene Faust zu stellen. Martin, du brauchst doch nicht so lange. Warten, bis sie weg sind. Komm, doch, du kannst aber warten, bis die Polizei. Ich hab doch auch Fotos. Sieht man den Hintergrund? Oh Gott, der Scheiße. Papa, ist alles okay? Martin? Scheiße. Oh Gott, die Alter, voll erwischt. Ah. Zeig mal. Bring mal einen nassen Lappen. Oh, nicht drauffassen, nicht drauffassen. Wenigstens hätte ich ihm die Maske runterreißen können, weißt du? Ich hol mal einen Lappen. Ich seh schon den Streifenwagen. Wasser oder so? Hier. Also es ist auch die einzige Tür im Haus, die nicht alarmgesichert ist, ne? Also ich gehe auch ganz stark davon aus, dass der Täter hier reingekommen ist. Da sind auch die Fußspuren im Schnee. Ich frage mich natürlich, wenn man das ganze Haus sichert, warum man eine Tür auslässt. Er ist ja vorprogrammiert, dass da ein Einbrecher seine Chance nutzt. Finden Sie das nicht ein bisschen merkwürdig, dass das die einzige Tür im Haus ist, die nicht alarmgesichert ist und gerade da ist er reingekommen? Ja. Zwar bei ein paar Häuser weiter war das nämlich genauso. Die haben so eine Alarmanlage, das ist eine Attrappe. Und da wussten die Täter auch, dass das eine Attrappe ist und sind einfach rein. Also ich meine, da ist es halt dann auch so, dass man schon so ein bisschen sich Gedanken macht als Nachbar, ne? Also von wegen Insiderwissen und so weiter. Es gab auch in letzter Zeit vermehrt hier Einbrüche, aber ja, das war im ganzen Stadtgebiet so. Aua! Also ich werde Ihren Mann auch mit ins Krankenhaus gehen müssen, ja? Also die Wunde, die muss genäht werden. Mhm. Und ich würde gerne Gehirnerschütterung ausschließen. Okay, aber muss nicht über Nacht bleiben, also wenn es keine Gehirnerschütterung ist. Geben Sie mir einfach Ihre Nummer mit und wir rufen dann an, ja? Ja, die weißt du ja, ne? Ja, natürlich weiß ich die. Können Sie uns vielleicht noch sagen, ob was entwendet wurde? Nee, ich habe noch nicht nachgeschaut, tut mir leid. Vielleicht kann Ihnen da meine Frau helfen. Weiß ich jetzt gerade spontan auch nicht, aber... Ja, also ich habe hier auch die Überwachungskameraaufnahmen, ne? Das würde ich gerne mal sehen. Wenn die gerne mal sehen. Ja gut, ist allerdings ziemlich unscharf, aber trotzdem, geben Sie uns mal den Stick mit, den würden wir dann der Krieg übergeben. Damit werden Sie auch was anfangen können, machen Sie Druck, finden Sie den. Ja. Und die Maske nehmen wir auch mit, da können wir eventuell noch DNA-Spuren bzw. Fingerabdruckspuren anfinden. Okay, alles klar. Ansonsten würde ich Sie bitten, morgen nochmal auf der Wache vorbeizuschauen, damit wir Vergleichsfingerabdrücke nehmen können. Aha. Ja, und ja, vielleicht haben Sie dann schon eine Liste, was entwendet wurde. Okay. Ja. Na dann, schönen Abend noch. Vielen Dank, ja. Ne, auch dass Sie so schnell gekommen sind. Gut, ja. Danke, tschüss. So. Oh Mama, ich schlafe heute Nacht nicht alleine. Ich schaff das nicht. Nee, ich schaff muss das nicht. Ich will mal Matratzenlager jetzt oben im Schlafzimmer. Komm. Ja. Was mit dir, Ben? Hm? Was mit dir? Ja, ich komm auch. Sind jetzt natürlich alle unter Schock, ne? Ist klar. Also ich glaube auch nicht, dass wir jetzt heute Nacht viel Schlaf kriegen werden. Es ist ein total unangenehmes Gefühl, dass jemand auch so einfach in das Haus, in deine Privatsphäre eindringen kann. Naja, ich hoffe, dass die Polizei den Täter jetzt schnell findet und ist ja nichts Schlimmeres passiert soweit. Martin Seiler hat keine Gehirnerschütterung davongetragen. Trotzdem macht der Einbruch allen noch sehr zu schaffen. Da die Polizei auch tags darauf noch keine Hinweise auf den Täter hat, fasst die Patchwork-Familie einen folgenschweren Entschluss. Sag mal, findet ihr das nicht auch... Hörst du auf jetzt, bitte? Findet ihr das nicht auch so komisch mit dem, dass jemand bei uns eingebrochen ist und wo der überall war? Und stell mal vor, der hat irgendwas mit den Zahnbürsten gemacht oder weiß ich was. Genau, und beim Einbruch putzen sich die Zähne mit einer Zahnbürste, das ist dein größtes Problem. Ich finde es auch ein bisschen unheimlich, ehrlich gesagt. Weißt du, da ist jemand in unsere Intimsphäre eingedrungen und dann auch noch nachts, als wir geschlafen haben. Also ich finde es schon ein bisschen eklig. Ja, ist auf jeden Fall pervers. Also was mich so übelst annervt, ist ja, dass die Polizei nichts unternimmt. Ja, die haben extra ein Bild von uns bekommen, die müssen noch mal Gas geben, den Täter finden.
Also das nervt mich total. Ich denke, wir sollten eine Eigeninitiative ergreifen, um den zu finden. Eigeninitiative? Was willst du denn machen? Hör mal, wie wär's denn, wenn wir es einfach ins Internet stellen? Ich meine, so auf sozialen Netzwerken, jeder kann es sehen, jeder sieht es irgendwo, irgendwann mal und wie wär's denn? Ja, ist keine schlechte Idee. Könntest du vielleicht auch eine E-Mail an die Nachbarn irgendwie rumschicken mit dem Bild, das wir haben? Das ist eine super Idee, finde ich. Pass auf, lass uns das direkt in Angriff nehmen. Umso schneller das Bild online ist, umso besser. Okay. Ja, hast du recht. Du willst ja nur nicht spazieren laufen. Ich finde es eine gute Idee, das Foto des Täters zu veröffentlichen. Vielleicht können wir damit unsere Nachbarn warnen und einen weiteren Einbruch verhindern. Das ist grundsätzlich keine gute Idee. Man darf nicht ohne weiteres Bilder von fremden Personen irgendwo veröffentlichen. Es sei denn, es handelt sich um eine Person der Zeitgeschichte, also ein Politiker oder ein Schauspieler. Aber das ist hier natürlich überhaupt gar nicht gegeben. Wir haben Gesetze, wir haben Gerichte und denen sollte man auch die Strafverfolgung überlassen. Das Bild des Täters hat sich in der Nachbarschaft schnell verbreitet. Die Patchwork-Familie hofft, dass der Unbekannte nun erkannt und von der Polizei festgenommen werden kann. Denn niemand fühlt sich mehr sicher in den eigenen vier Wänden. Doch die Veröffentlichung des Fotos scheint die Stimmung eher noch anzuheizen, wie Susanne schon am nächsten Tag feststellen muss. Hey, hallo. Susanne, gut, dass du da bist. Lisa, ihr müsst schnell kommen. Euer Bild im Internet hat Wirkung gezeigt. Der Täter wurde erkannt. Das ist der Schlüter oder wie der heißt. Arne. Ja, der Kurt hat ihn erkannt auf dem Foto und die sind jetzt schon alle drüben. Da ist die Hölle los, dein Mann Martin und alle. Ach du Schande. Wollen ihn zur Rede stellen? Oh nee. Ach komm, bitte jetzt nicht irgendwelche Selbstjustiz hier anfangen. Oh Mann, das hat mir jetzt gerade noch gefehlt. Seitdem Sie hier wohnen, Man sieht Sie nicht mehr, sind die Einbrüche haben hier zugenommen. Genau. Man ist nicht mehr sicher. Ne? Wartet überhaupt genau so ist das. Ich gar nicht so richtig wahr. Hören Sie auf damit. Also doch. Natürlich, ich hab dich genau auf dem Foto erkannt. Genau. Jetzt war ich mit Sicherheit nicht. Bleib hören Sie auf. Hier stehen und bleibst ans Kohle. Was ist denn hier los? Ja, wir uns alle ich habe sie angerufen, weil sie kommen und verdächtigen mich, dass ich bei ihm hier eingebrochen habe anscheinend. Hast du doch. Nein, aber Martin, nicht. Martin, ich habe den Foto halt den Rand. Nein, das war ich nicht. Halt den Rand. Natürlich. Welches Foto denn? Welches Foto geht's hier? Ja, das frage ich mich auch mal. Das ist eine reine Verleumdung. Hören Sie auf damit. Wir haben ein Foto veröffentlicht, damit wir den Vogel finden und Kurt hat ihn erkannt. Wo ist das? Das kann gar nicht sein. Sie haben ein Foto im Internet von dem Herrn veröffentlicht? Na ja, und? Der Herr hat auch Persönlichkeitsrechte. Auch wenn Sie der Meinung sind, dass er jetzt der Täter war. Aber das können wir jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit hier feststellen. Und Sie haben sich jetzt strafbar gemacht, dass Sie das Foto einfach ins Internet gestellt haben. Sie machen doch nichts. Ich muss da meine eigene Initiative ergreifen. Martin, halt den. So. Nee, stopp jetzt. Sie kriegen eine Verleumdungsanzeige, ja? Weil ich war nicht die ganze Woche in Hamburg. Das kann nicht sein, dass Sie mich hier angreifen. Ach. Und Selbstjustiz ist hier nicht die Lösung. Jetzt möchte ich Sie erstmal bitten, dass sich alle beruhigen und wieder nach Hause gehen. Komm, Dankeschön. Lass uns, auf geht's. Fahr mal ein bisschen runter, ja? Das fehlt uns jetzt gerade noch, dass ihr uns anzeigt. Wir sind die Geschädigten, Mann. Ja, ja, wir sind die Geschädigten. Das heißt jetzt aber noch lange nicht, dass du machen kannst, was du willst. Ey, weißt du was, mir reicht's. Wir suchen jetzt sofort einen Rechtsbeistand. Das ist auf jeden Fall schlau, sich anwaltliche Hilfe zu suchen. Zum einen müssen wir natürlich was zu tun haben. Und zum anderen können wir Anwälte im Vorfeld auch schon ganz häufig dafür sorgen, dass Situationen nicht noch schlimmer werden. Schöne Bescherung. Jetzt haben wir noch eine Anzeige am Hals wegen Verleumdung. Es hat gerade noch gefehlt nach den ganzen Einbrüchen, als wäre das nicht schon genug. Ich finde das super ungerecht, ja. Aber gut, jetzt suchen wir uns einen guten Rechtsbeistand, dann wird es schon laufen. Oh, Mama, my, what you do to me? Like lightning when I'm swimming in the sea. Susanne und Martin sind völlig verzweifelt. Nicht nur, dass sie nun mit einer Anzeige wegen Verleumdung rechnen müssen. Der gewaltbereite Täter läuft auch immer noch frei herum. Anwältin Silvia Beutler-Kovas nimmt sich daher noch am gleichen Tag Zeit für das Paar. Könnt ihr mal gerade ein bisschen leiser sein? Ben, kannst du mal den Fernseher ausmachen? Kannst du bitte, wir haben Besuch, einmal bitte kurz den Fernseher ausmachen? Ben, hör doch mal auf Susanne. Hör auf mit der Scheiße. Mach aus. Und denk an meinen Kopf. Entschuldigung. Ja, schön, dass es so schnell geklappt hat. Das ist echt super, dass Sie kommen konnten. Ich habe Ihnen ja am Telefon schon ein bisschen was erzählt. Jetzt, ich denke, unsere erste Frage ist jetzt erstmal, warum wir den Täter nicht selbst suchen dürfen. Na, weil, also, ich meine, wir fühlen uns da von der Polizei nicht wirklich unterstützt. Meine Tochter,
hat seit 2 Tagen nicht mehr geschlafen. Die hat das Licht nachts an. Das hat sie das letzte Mal gemacht, als er 8 war. Also, dass das gerade für Lisa sehr schlimm war, das kann ich mir lebhaft vorstellen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir das sogenannte Recht am eigenen Bild haben. Das bedeutet, dass sie nicht einfach irgendjemanden fotografieren oder filmen können, ohne dessen oder das Einverständnis desjenigen. Und schon gar nicht dürfen sie dieses Bild oder diesen Film irgendwie öffentlich machen. Sie dürfen weder irgendwelche Plakate drucken, noch auf sozialen Netzwerken das irgendwie veröffentlichen. So, okay. Und hinzu kommt wohl auch noch, wenn ich das richtig verstanden habe, dass sie diesen Herrn Schlüter, ja. Dass sie den quasi verdächtigt haben, dass er eingebrochen haben könnte. Na, davon gehen wir aus. Gut, ja, aber das wissen wir nicht. Ja. Genau. Und da sie es eben nicht wissen, ist es so, dass der Herr Schlüter tatsächlich eine Anzeige machen kann wegen falscher Verdächtigung oder wegen übler Nachrede. Aber nun warten Sie mal ab. Also es ist ja sonst zu keinerlei Tätigkeiten gekommen oder zu irgendwelchen großen Streitereien. Ich denke, wir versuchen das mal ein bisschen auf kleiner Flamme hier zu kochen. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich da Weiteres abwenden kann. Das muss sein. Das macht mich einfach auch verrückt und die gesamte Nachbarschaft ist total gestresst von diesem Psychopathen, der hier in der Nachbarschaft einbricht. Ja, schauen Sie mal bitte. Wir haben ja extra jetzt auch noch mal Kameras angebracht, damit wir etwas sicherer sind in dem Ganzen hier. Ja, da oben. Okay, ne? Okay. Ich meine, auf der anderen Seite möchte ich auch irgendwo Schmerzensgeld haben. Ne? Ich habe hier einen riesen Horn. Ja, aber dazu müssten wir den Täter natürlich erst mal kriegen. Wie, also... Deswegen haben wir ja auch in Eigenregie gehandelt, ne? Weil wir uns dann natürlich von der Polizei auch nicht wirklich unterstützt fühlen. Okay. Also ich bin mir auch sicher, dass wir als Familie auch erst wieder ruhig schlafen können, wenn der gefasst ist. Ja. Also ich würde Folgendes vorschlagen. Ich kann mich ja in der Nachbarschaft mal ein bisschen umhören und einfach mal eigene Recherchen anstellen. Ja, okay. Und wenn ich irgendwas rausgefunden habe oder einen Hinweis darauf habe, wer tatsächlich der Täter sein könnte, dann würde ich mich einfach bei Ihnen melden. Mhm. Ja? Ja. Hoffentlich okay. Jetzt schnell. Gut, super. Dann mache ich mich jetzt einfach schon mal auf den Weg. Okay. Alles klärchen. Ich bringe Sie noch zur Tür. Ja, danke schön. Okay. Super, und dann? Herr Seiler. Tschüssi. Frau Berger. Ja, tschüss. Ich melde mich. Vielen ja? Dank. Hier liegt die Vermutung nahe, dass der Täter aus der Nachbarschaft kommen könnte. Und deswegen werde ich mit meiner Recherche auch genau dort beginnen. Vielleicht finde ich ja noch irgendeinen Zeugen, den die Polizei bis jetzt nicht gefragt hat. Manchmal muss man auch zwischen den Zeilen hören können. I'm here for you. Silvia Beutler-Krovers will ihren Mandanten die Angst vor einem erneuten Einbruch so schnell wie möglich nehmen. Deshalb beginnt sie noch am gleichen Tag mit der Jagd nach den Tätern. Hallo. Guten Tag. Ja, Entschuldigung, ich will gar nicht stören und Sie auch gar nicht beunruhigen. Ich bin Rechtsanwältin Beutler-Krovers. Ich vertrete Ihre Nachbarn, die Frau Stefan. Berger und den Herrn Seiler. Ja. Ich wollte Sie eigentlich fragen, ob Sie hier irgendetwas, ja, natürlich was mitbekommen haben von den Einbrüchen oder ob Sie mir irgendwas dazu sagen können. Nee, natürlich. Also, wie Sie wissen, die Polizei macht gar nichts. Ja, das habe ich schon gehört. Deswegen bin ich hier schön dabei, gerade Stolperdrähte zu installieren. Da kommen Alarmdrähte ins Haus. Flutlichtanlage, Strom an die Fenster und an die Türgriffe. Seien Sie mal ein bisschen vorsichtig, ja? Was der Nachbar hier macht, das ist natürlich sehr grenzwertig. Ich meine, wir alle kennen den Film Kevin allein zu Hause und wir wissen auch alle, wie das ausgegangen ist. Sowas darf in echt natürlich überhaupt gar nicht passieren. Dass, ob nun Einbrecher oder jemand, der harmlos ist, dermaßen verletzt wird. Wenn ich ein Fenster oder eine Tür durch Strom sichere, dann muss ich das zumindest kenntlich machen, damit derjenige, der die Tür oder das Fenster anfasst, eine Chance hat, nicht von einem Stromschlag getroffen zu werden. Also Sie dürfen hier nicht Präventivmaßnahmen treffen, die andere verletzen können? Ja, ist mir eigentlich ziemlich egal, ob die sich verletzen oder nicht. Also wichtig ist für mich, dass sie einfach mal nicht in mein Haus kommen. Nadel, was machst du denn für einen Scheiß? Komm, dreh mal den Draht ein bisschen weiter auf. Wir wollen hier weiterkommen. Hallo, hallo. Rechtsanwältin Beutler-Krovers, guten Tag. So. Haben Sie denn irgendeine Idee, wer das sein könnte? Ja, nicht nur eine Idee. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das die Wegners sind. Der Kurt, der ist Frührentner, hat aber ständig Kohle. Da ist, stimmt irgendwas nicht. Er sieht aber ganz anders aus als der auf dem Foto. Ist mir ziemlich egal, ob der anders aussieht. Ich meine, dann hat der irgendwen engagiert oder so. Ja, Herr Krebs, ich weiß, ich bin nicht Ihre Anwältin, ja, aber so einen kleinen juristischen Rat, den würde ich Ihnen trotzdem ganz gerne mit auf den Weg geben. Seien Sie ein bisschen vorsichtig mit den Anschuldigungen, ja, gerade so in der Öffentlichkeit. Also das kann schnell mal zu einer Anzeige wegen falscher Verdächtigung oder übler Nachrede führen. Ich danke Ihnen gerne für diesen Ratschlag, aber ich habe es ein bisschen eilig. Wir wollen jetzt wegfahren und bis dahin muss das fertig sein. Und ich würde Sie bitten, dass Sie mich jetzt alleine lassen. Ja, gut, alles klar. Ich gehe noch ein bisschen auf Recherche. Ich bedanke mich trotzdem ganz herzlich und ja, wünsche Ihnen viel Glück bei Ihrem Festungsbau. Ja, dann willkommen.
Die Stimmung hier in der Siedlung, die scheint tatsächlich sehr angespannt und irgendwie stehen die ganzen Zeichen sogar auf Bürgerwehr. Sowas kann schnell eskalieren. Umso wichtiger ist es, dass der Täter schnell gefasst wird. Ich werde mich hier jetzt einfach noch mal ein bisschen umhören. From throwing clothes across the floor. Susanne hatte gehofft, dass endlich etwas Ruhe in die Familie einkehrt. Denn seit sie vor einem Jahr mit Lisa zu Martin und seinem Sohn Ben gezogen ist, gerät sie immer wieder mit dem 18-Jährigen aneinander. Und nun muss sie sich auch noch Sorgen um die Sicherheit ihrer Familie machen. Weißt du, Martin, ich weiß, dass dir das jetzt wahnsinnig schwer fällt, aber wir müssen jetzt einfach die Füße stillhalten. Weißt du, die Anwältin, die wird es schon regeln. Wir haben jetzt schon die Anzeige von dem Schlüter am Hals. Das reicht jetzt erstmal. Keine eigenen Aktionen mehr. Nur noch das, was die Anwältin sagt, und die wird der Polizei auch ordentlich Dampf machen. Na ja, hoffen wir mal, oder? Mit Sicherheit. Ich meine, gut, dann halte ich erstmal die Füße still. Bitte. Lisa, kannst du so lieb sein, mal einen O-Saft aus dem Schuppen holen, bitte? Ach, nee, noch die Aktion mit dem Einbrecher. Nein, ich möchte nicht. Ey, komm, Lisa, überwinde mal deine Angst. Das ist ein kurzes Stück. Warum? Aber warum muss ich denn rüber? Ja, mach doch mal, damit du deine Angst überwindest. Oh, die klingelt. Mal, mach auf. Frau Berger hatte in unserem ersten Gespräch ja schon erwähnt, dass die Lisa nachts wieder mit Licht schlafen muss, was sie seitdem sie klein ist, nicht mehr getan hat. Und wie man sieht, hat sie wirklich große Angst und dieser Einbruch scheint nachhaltige Folgen bei ihr hinterlassen zu haben. Vielleicht sollte die Familie darüber nachdenken, einen Psychologen für das Kind aufzusuchen. Ja, ich habe schon mit ein paar Nachbarn gesprochen, ja. Unter anderem mit der Familie Krebs. Hallo. Und die haben den Namen Wegener erwähnt. Können Sie sich auch vorstellen, dass die vielleicht verdächtig sind? Der Kurt und die Heidi? Nein. Ach Quatsch, nee, das glaube ich nicht. Die sind super nett. Also vor allem der Kurt, total gutmütig, hilfsbereit. Also nee, das glaube ich nicht. Naja, obwohl, die leben schon im fetten Luxus, ne? Ja, aber das haben die sich ja auch erarbeitet. Ja, also, ich denke auch, das ist ja nicht erst seit kurzem, oder? Und ich meine, wer wäre denn so blöde sein durch Gaunereien oder Einbrüche erlangt? Ach du Schande. Was war das denn? Ach, bleib entspannt. Die Jungs sind dabei. Wahrscheinlich rumgesponnen oder so. Mann. Ja, wirklich witzig. Das ist echt einen krassen Schreck bekommen. Ich hab wie bei der Scream-Maske gewartet, ja. Ne? Hi. Da? Hi. Möchtest du mitessen? Da, ja. Nee, wir gehen heute noch feiern. Ich muss ein bisschen in Form bleiben. Ja. Okay. Hast du Bock mitzukommen? Nee, doch. Lass mal. Ich hab keine Lust, mit dir auszupassen. Das ist jetzt nicht so. Ich wollte zusammen mit dir und Oskar und dann. Von mir aus kannst du gerne. Ich hab gesagt, nein. Ich meinte es nicht böse ihr gegenüber, du brauchst dich gar nicht einmischen, keiner hat dich angesprochen, keiner hat den Namen erwähnt. Also sprech aber nicht rein, es ist nicht deine Konversation. Ja, ihr versteht euch doch sonst gut. Ja, aber nur weil wir uns sonst gut verstehen, heißt es nicht, dass ich sie jetzt beim Feiern mit dabei haben will. Ich schreib dir einfach, okay? Ja, okay. Wegen Loris Papa, wir sehen uns später. Ja, aber verhalte dich mal ein bisschen anständig, Susanne, gegenüber, ja? In dem Moment ist mir aufgefallen, dass in der Patchwork-Familie offenbar nicht alles eitel Sonnenschein ist. Gerade für Kinder ist so ein Arrangement oftmals schwierig. Meine Fresse. Was ist das denn? Gucken Sie mal. Was denn? Haben Sie das schon mal gesehen? Ist das schon öfter hier rumgeflogen? Ja, oh, nee. Was ist denn das? Das ist eine Drohne. Und wenn da eine Kamera dran ist, dann eignet sich so ein Ding prima, um hier die ganzen Grundstücke und die Häuser auszuspionieren. Ich meine, für einen Einbrecher. Der hat ja auch voll Ruf hier. Wissen Sie was? Ich werde mal gucken, wo der dazugehörige Lenker sein könnte. Das ist ja Hammer. Für den privaten Gebrauch kann ich so eine Drohne natürlich immer benutzen. Allerdings nur über meinem eigenen Grundstück. Als Besitzer eines fremden Grundstücks kann ich verbieten lassen, dass die Drohne mein Grundstück überfliegt, weil sonst eine Verletzung der Privatsphäre droht. So oder so wäre das aber sehr interessant zu wissen, wer der Besitzer von dieser Drohne ist. Bei einem Einbruch in das Haus von Martin Seiler und seiner Familie wurde der 39-jährige Familienvater verletzt. Anwältin Silvia Beutler-Kovas will den skrupellosen Täter ausfindig machen. Denn der versetzt die ganze Siedlung in Angst und Schrecken. Als sie eine Drohne entdeckt, folgt die Juristin ihr deshalb bis zu der Schrebergartenlaube von Tim Ries. Ja, wir hatten Glück und die Idee, der Drohne zu folgen, war auf jeden Fall richtig. Denn nur ein paar hundert Meter weiter in so einer Kleingartenkolonie haben wir auch den Besitzer gefunden. Guten Tag. Hallo. 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 Ich bin Rechtsanwältin Beutler-Kovas. Tim Ries, hallo. Entschuldigung, dass Berger. Sie so über... Ja, also ich kenne Ihre Eltern. Von meinen Eltern, richtig. Von der Siedlung drüben. Richtig. Ja. Wir haben Ihre Drohne quasi verfolgt und gesehen, ja, dass die hier gelandet ist. Und wollten Sie einfach fragen, ob Sie öfter damit rumfliegen? Ja, ist ein Hobby von mir. Ich fliege gern mit der Drohne rum. Hier kann man schöne Aufnahmen machen. Mhm. Was ist denn das hier alles, sag mal?
meine Speicherkarten. Mit der Kamera kannst du wunderschön hier die ganze Gegend ausloten. Ich muss ja sehen, wo ich hinfliege. Ja, ich kann die Drohne ewig Ach, weit steuern. Verarsch mich doch nicht. Mit den Dingern zeichnest du da bestimmt alles auf? Ja, ich zeichne meine Flüge auf, Und dann führst du die Einbrüche aus. Welche Einbrüche denn? Bleiben Sie mal ruhig, Herr Seiler. Ja? Da zweifle ich aber nicht, was der damit nicht zu tun hat. Thomas, regst du dir doch mal alles an. Ja, jetzt fass es mal nicht an. Ja. Danke, das ist empfindlich. Und lass den jungen Mann mal in Ruhe. Wir haben schon mal zu Unrecht jemanden verdächtigt. Also Herr Seiler, jetzt halten Sie mal ein bisschen den Ball flach. Herr Seiler ist gerade ein bisschen aufgeregt, weil drüben in der Neubausiedlung, ich weiß nicht, ob Ihre Eltern Ihnen das schon erzählt haben, sind ganz viele Einbrüche passiert. So, und mit so einer Drohne kann man natürlich theoretisch ganz prima die Grundstücke ausspionieren. Das ist wirklich nur ein Hobby von mir. Ich fliege die gern. Ich kann Ihnen die Speicherkarten gern mitgeben, dann können Sie die durchsuchen oder durchsichten. Ich habe nichts mit Einbrüchen jeglicher Art zu tun, wirklich. Ja, da zweifle ich noch dran. Okay, ich würde gerne darauf zurückkommen, dass ich die mir vielleicht mal abholen und auswerten kann. Ich denke, jetzt können wir erstmal gehen. Ja? Gut. Herr Ries, wenn ich irgendwelche Fragen habe, dann würde ich mich bei Ihnen nochmal melden. Kein ja? Problem, okay, gerne. Na dann. Tschüss. Schauen. Ja, danke. Ne? Danke erstmal. Tschüss. Hey, das ist schon ein komischer Vogel. Ich glaube den kein Wort, ja? Wer fliegt denn stundenlang mit so einer Drohne in der Gegend rum und zeichnet irgendein Filmmaterial auf, so ein Spinner? Ja, Martin, solche Leute gibt's nun mal. Du brauchst auch nicht immer so misstrauisch sein gleich. Gut. Na ja, gut, jetzt wissen wir immerhin, wo diese Drohne hingehört. Ja, das ist schon mal gut. Sag mal, die sieht ja aus wie meine Statue. Was hat der denn jetzt schon wieder? Was hast du denn jetzt schon wieder? Ich bin mir nicht sicher, aber die Statue hier. Ja, und? Wie vom Ben. Die hat vom Ben geschenkt gekriegt. Wie steht da drauf, bester Papa der Welt? Das ist die Tatwaffe. Ich will Ihnen helfen. Penner! Sag mal! Wo hast du das Ding her? Ich hab's gefunden. Das ist mir doch keine Scheiße, das ist die Tatwaffe. Sie beruhigen sich jetzt. Wieso denn? Das ist die Tatwaffe. Schauen Sie doch mal. Was das wissen? Weil da steht drauf hier, das ist von meinem Sohn, bester Papa der Welt. So eine Dinger gibt's in jedem 1-Euro-Shop zu kaufen. Aber noch nicht mit dem Schild. Sag mal, bin ich der Einzige, der hier klar denken kann, oder was? Nein, hier nicht so. Wo haben Sie die denn her? Ich hab sie im Garten meiner Eltern gefunden. Die lag da im Gebüsch. Sie sehen, was hier für ein Krams liegt. Sag die Wahrheit, Mann! Es reicht! Es reicht jetzt. Sie gehen jetzt. Okay. Ich hab die wirklich nur gefunden. Okay, wenn es wirklich so ist, dass Sie die gefunden haben, dann ist nicht auszuschließen, dass es sich hier um die Tatwaffe handelt. Hätten Sie was dagegen, wenn ich die mitnehme und der Polizei übergebe? Nein, natürlich nicht. Nehmen Sie. Ich würde doch niemals eine Tatwaffe in meinen Garten stellen. Okay. So, aufpassen, dass ich keine Fingerabdrücke hier irgendwie noch zusätzlich rauffüge. Ja, meine sind jetzt drauf. Danke erstmal. Tschüss.